Masken hier drüben! Zur Alhambra, dort entlang! Oh, Scheiße! Ross! Ja, Jacob, wir haben ihn bald und damit herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Wir müssen jetzt Maxwell Ross eliminieren. Das Gebiet erkunden, Gelegenheiten identifizieren, Platzanweiser gibt uns eine Tarngelegenheit, die Bedienung ein Unterstützungsgelegenheit und der Maschinist bietet uns die Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Das mit dem einzigartigen Attentat ist ja immer in der letzten Erinnerung von einer Sequenz verfügbar. Das werde ich natürlich auch mal wieder versuchen zu machen. Und dann geht's auch schon los. Die Alhambra Music Hall infiltrieren, das müssen wir jetzt machen. Dazu hüpfen wir hier erstmal mit Jacob ganz geschmeidig runter. Aber so einfach werden wir da auch sicherlich nicht reinkommen. Da werden sicherlich eine Menge der Blighters rumrennen. Maxwell ist ja auch der Chef der Blighters, also gehe ich auch davon mal aus, dass hier eine Menge Blighters rumrennen. Das Westend hat sich ganz prächtig entwickelt. Bist du es wirklich? Ja, das hat es, Sir. Sind diese Masken? Da hinten kann ich nochmal jemanden identifizieren. Platzanweiser, ja. Die verschafft uns natürlich einen Vorteil. Einfacher Zugang zum Theater, eine Maske finden und sich der Gruppe anschließen. Eine Maske von Ross Wache plündern. Das kriegen wir doch hin. Oh, Lizzie, sag mir doch bitte, wo ich noch einen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Vielleicht hat ja einer von den beiden hier eine Maske. Mal schauen. Habt ihr vielleicht was Schönes für mich? Anscheinend hat er was. Ich muss irgendwie versuchen, anonym zu bleiben. Das geht ja dann auch nur, wenn ich mich inmitten der Leute hier aufhalte. Die Platzanweiserin befindet sich auf jeden Fall da vorne. Ich schleiche mich einfach mal hier durch. Und dann versuche ich mal da reinzukommen. Betreten wir nun das Theater für die heutige Vorstellung. Geht weiter, sonst mache ich euch beide. Dreht lieber um und... Sind alle bereit? Dann gehen wir rein. Ja, dann wollen wir uns doch mal das schöne Theaterstück angucken. Und ganz ehrlich, die Maske, finde ich, die passt irgendwie nicht zu Jacob. Das ist vielleicht nur meine Meinung. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich finde es ja nicht so der Knüller. Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, willkommen in der Alhambra Music Hall. Wir führen heute und nur heute Nacht eine ganz besondere Interpretation von Corvus der Schwindler auf. Auch wenn einige der Effekte bedrückend und zutiefst verstörend sind, bewahren Sie Ruhe, meine lieben Gäste. Keine Angst, dies ist nur die reinste Form der Unterhaltung. Die heutige Vorstellung geht dem Andenken und dem Verdienst eines jungen Mannes, der einen festen Platz in meinem Herzen innehat. Alle Bedenken und Beschwerden sind bitte an ihn zu richten. Jacob, mein Junge, diese Show widme ich dir. Das ist ja echt toll, Maxwell. Ich weiß gar nicht, was ich dir widmen soll. Aber warte mal ab, bis wir uns treffen. Dann steppt hier der Bär. Ich muss jetzt irgendwie einen Aussichtspunkt finden und der ist irgendwie da oben. Die Frage ist, komme ich da so einfach hoch? Als Assassine bin ich ja natürlich ein Meister im Klettern. Und da hätten wir auch schon den Aussichtspunkt. Thank you.
heute Abend, Gentlemen. Du noch hier, Liebes? Beim letzten Mal hast du uns doch fast vergiftet. Szene 2 bereit! Lass mich raus! Ich muss den Steg für die Show runterlassen! Ah ja, okay. Ross Köder töten. 0 von 4. Keine Fernwaffen nutzen, um die Köder zu töten. Die Köder. Sind das dann einfach Leute, die eine Maske aufhaben, die sich als Ross ausgeben? Wir haben einen Freiwilligen. Einen aufmunternden Applaus für diesen sehr mutigen Mann. Unser Freiwilliger wird in Kürze für dich sterben, Jacob. Sie haben gleich das Glück mitzuerleben, wie dieser Gentleman beschossen wird, und zwar aus kürzester Distanz. Unser Kunstschütze wird auf mehrere Ziele rund um seinen Kopf herumschießen. Aha, aha. Nicht wahr? Das ist ja echt toll, Maxwell. Wird unser Ehrengast unverletzt bleiben? Der Maschinist befindet sich auf jeden Fall hier in der Nähe. Wir Briten sind ein zäher Haufen. Stellen wir diese Zähigkeit auf die Probe. Aber so schwer ist das hier gar nicht, hier reinzukommen. Ich meine, ich spiele es jetzt auch zum ersten Mal. Und da hätten wir auch schon den Maschinist, den befreie ich jetzt auch mal. Das ist reizend. Tausend Dank. Keine Ursache. Wie mitreißend. Keine Angst, meine Freunde. Das gehört alles zur Show. Bitte bleiben Sie doch auch für den nächsten Akt des Schauspiels. Herrje. Bröckeln deine Prinzipien, Jacob? Das werde ich beenden. Na, komm mal her. Ich weiß gar nicht, wer wirft denn da hinten immer eine Rauchbombe? Da steht jetzt auch, der Steg wurde abgesenkt. Du bist so gut wie tot. Na, komm mal her, Freundchen. Du schneidest mir die Zunge raus. Oh nein, bitte nicht. Die brauche ich noch. Oh, nicht so unfreundlich. So, wir hätten jetzt schon mal einen von 4 Köder erledigt. Die anderen befinden sich irgendwo da hinten. Aber der echte Maxwell Ross, der wird sich wahrscheinlich erst zum Schluss zeigen. So denke ich mir das jetzt jedenfalls mal. Wo befindet sich der andere Köder? Direkt über mir, okay. Jacob, würdest du mal hier rüber gehen? Kann ich da so einfach hochklettern, ist die Frage. Ach, ich muss wieder nach hier außen. Naja, okay, dann machen wir es einfach mal. Klettern wir hier hoch. Und dann schnappen wir uns den falschen Hasen mal. So kann man ja zu dem auch sagen. Das Aroma ist beim zweiten Mal noch kräftiger. Die Jagd, sie wird eher zum Selbstzweck als zur Notwendigkeit. Da sehen wir, wie die Innereien sind. Ein paar letzte Worte. Wir haben einen angemessen flachköpfigen Gentleman gefunden. Sie lachen, Ladies and Gentlemen, aber ich versichere Ihnen, dass es wahr ist. Na, wenn du das sagst, Maxwell. Los, können Sie erraten, was gerade in seinem Kopf vorgeht, meine Freunde. Entschuldigung, Liebes. Wo kann ich denn hier mal austreten? Danke. Aus einigen Fuß Entfernung wirft unser Artist zielsicher sein Messer auf den Apfel und zerteilt ihn damit.
Schafft er es oder schafft er es nicht? Das ist natürlich auch geil. Wir haben jetzt die Bedienung angequatscht und die hat jetzt irgendwie das Getränk vergiftet. Und somit trinken die Jungs da von Ross, seiner Gang, natürlich auch vergifteten Wein. Dann brauche ich die gar nicht töten. Auch geil gemacht. Wo waren denn da welche? Ich habe keinen gesehen. Aber hier unten befindet sich noch ein Köder. Und die anderen da oben, die sind auch gleich hin. Wenn das nicht Roth war. Das hinterlässt einen starken Nachgeschmack, oder? Wie auf Schwein zu beißen, wenn man Wildpeter wartet. Roth! Die Suche verschlingt ihn. Ich denke mal, jetzt wird er sich zu erkennen geben. Ich hoffe, Sie haben den Abend bisher genossen, Ladies and Gentlemen. Ich jedenfalls habe das. Vor unserem letzten Akt möchte ich auf die mutigen Menschen anstoßen, die mit Feuer und Flamme das Leben zelebrieren. Und den Tod. Also los, zelebriert! Du bist am Zug, Jacob, mein Bester. Brenn! 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 Ja, ja, Maxwell, um dich kümmern wir uns jetzt gleich. Das ist natürlich scheiße, wenn jetzt hier alles abfackelt. Ich will ja auch das einzigartige Attentat machen. Ich weiß gar nicht, komme ich jetzt von hier ran? Ach du Scheiße, ich verliere sogar Energie. Nein, das ist uncool. Ja, Maxwell. Wir sind gleich da. Keine Sorge. Ich hoffe, ich komme jetzt hier ran. Ich muss auf jeden Fall darüber springen. Genau, jetzt bin ich hier, glaube ich, richtig. Jetzt können wir ein Attentat machen. Das machen wir jetzt auch mal. Und damit hätten wir auch Maxwell Ross ein für alle Mal erledigt. Mein Lieber, was für eine Nacht. Der Stoff für Legenden. Warum hast du das getan? Das alles. Was denn? Ein Krähenküken zwischen zwei Fingern zu zerquetschen, die zu zerstückeln, die du unschuldig nennst? Den göttlichen Wahnsinn der Welt zu bewahren? Aus demselben Grund, aus dem ich alles tue. Warum nicht? Das ist so ein kranker Typ. Das mit dem Kuss, das hätte jetzt nicht sein müssen, meiner Meinung nach, aber okay. Anscheinend gehört's hier irgendwie dazu. Aber der Typ hat ja auch nicht mal alle Latten am Zaun. Aber seine Machenschaften haben jetzt auf jeden Fall ein Ende. Aus Alhambra entkommen. In unter 90 Sekunden. Was für eine verfluchte Schweinerei. Da hinten ist irgendwie der Ausgang, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da jetzt einfach so rauskomme, ne? Da komme ich gar nicht so ohne weiteres raus. Kann ich mich hier hochschießen? Wozu haben wir auch den Greifhaken? Es muss ja irgendwo einen Ausweg geben. Hier komme ich nicht lebend raus. Ah, Jacob, doch, ich glaube schon. Ich gebe mir auf jeden Fall größte Mühe. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Ich
damit hat dieses Theaterstück natürlich ein flammendes Ende genommen und damit hätten wir auch die allerletzte Erinnerung in der achten Sequenz, die sich Schlussakt nannte, abgeschlossen. Die Herausforderungen waren, keine Fernwaffen nutzen, um die Köder zu töten. In unter 90 Sekunden aus Alhambra entkommen hätten wir alles geschafft. Es gab mal wieder eine Herstellungsvorlage. Und was das für eine Vorlage ist, werde ich mir ein andermal angucken. Und diese Erinnerung, naja, die war jetzt nicht so der Kracher, wie ich finde, aber ich werde sie mal mit 3 Sterne bewerten. Und dann schauen wir doch mal, was jetzt kommen wird. Ordnung erschuf Unordnung. Die See erhebt sich, um die Pubs zu fluten und die Laternen zu löschen. Unsere Stadt stirbt. Twopenny ist gescheitert. Lucy ist gescheitert. Brutnell, Elliotson. Pearl. Wir alle gingen ins Dunkel. Jetzt ist es an mir. Die Assassinen brachten das Wilde der Natur in unsere Heimat. Menschen wurden zu Monstern, stürzten sich auf uns wie Bestien. Unsere Zivilisation muss diesen Ansturm überstehen. Damit die dunklen Zeiten nicht zurückkehren, fange ich neu an. London wird neu geboren. Der Edensplitter ist unter dem Buckingham Palace. Wir haben, was wir brauchen. Jetzt können wir das Eindringen planen. Warte, wir brauchen eine visuelle Bestätigung. Wenn wir da reingehen, müssen wir absolut sicher sein. Wir haben nur einen Versuch, bevor Otto Berg sich auf uns stürzt. Da muss ich schon recht geben. Wir gehen beim Palast in Stellung, aber wir warten, bis du die Daten synchronisiert hast, bevor wir losschlagen. Nun hängt alles von dir ab, Novize.